Dies ist kein Test. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir verkünden den Beginn einer neuen Episode von Party mit Peter, dem weltweit ersten partizipativen Podcast, der sich relativ wenig scheißt. Und Duschko ist übrigens sehr klein, feist und hat eine feuchte Aussprache. In diesem Sinn, viel Spaß, ihr Opfer. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Feste mit Friedrich, dem ersten partizipativen Podcast, bei dem du jederzeit davon ausgehen kannst, dass jeder jeden hilft, nur die Kirche und die GIS nicht. Die sind leiser als je zuvor. So willst du beginnen. Hallo Duschko. Hallo Peter. Ja, wir müssen vielleicht dazu sagen, für alle, die sich jetzt fragen, warum der Sound besser ist als bei Clemens Otto im Studio, wir haben aufgehört, uns zu treffen, stimmt's, Duschko? Ja, voll. Ja, es ist einfach angenehmer, wenn man sich nicht mehr sehen muss. So gut versteht man sich jetzt auch nicht mehr wie am Anfang. Wir nehmen von zu Hause aus. Ich habe richtig gemerkt, ich bin so ein richtiger Bauer, was die Technik betrifft. Ich sitze jetzt da im Homeoffice, im Arbeitszimmer. Genau, ich sage es gleich dazu. Es kann sein, dass meine Katzen gacken wollen, weil das Kisti steht hinter mir. Also bitte nicht wundern, wenn es an der Tür kratzt, muss ich kurz aufmachen. Ja, hast du gerade gesagt, das Kisti? Was soll ich sagen, das Kistl? Oder der, bist du auch so ein Typ, der sagt, mein Leppi oder Schleppi oder nein, mein Kompi? Das nicht, nein, aber das Katzenkistl halt, Verzeihung. Geh Spazi, bring mir schnell einen Schlepptop. Vogel. Duschko, wie geht's dir? Ja, gut geht's mir. Alles beim Alten. Viel Arbeit, schön. Deswegen, ich bin wieder schuld. Wir sind schon wieder eine Woche zu spät dran. Es wird langsam irgendwie zur Gewohnheit. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich bin busy, busy, busy. Hast du auch Homeoffice oder bist du noch in der Arbeit? Homeoffice. Okay, ich finde das sehr chillig, dass sich das ganze Alltagsleben jetzt irgendwie endlich ein bisschen entschleunigt. Wir werden nicht dran vorbeikommen, lieber Duschko und lieber Clemens Otto, der uns zuhört. Es gibt ein vorherrschendes Thema, das Österreich, Deutschland, ganz Europa und die ganze Welt beschäftigt. Für mich ist das Thema 29. März, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wird die Lindenstraße eingestellt. Yep. Ja. Tausenden Folgen. Das ist nicht das Thema, das mich beschäftigt. Das Thema, das mich wirklich beschäftigt, jetzt ohne Scheiß, ist, ob das Donauinselfest stattfindet, so wie geplant. Das beschäftigt dich klarerweise und ich gehe davon aus, dass es einfach mal nicht stattfinden wird. Na, ich hoffe, sie verschieben es noch. Das Zweite, was mich beschäftigt, oder Dritte, was mich beschäftigt nach Lindenstraße und Donauinselfest, ist, ob wir es aufs Voodoo-Jugendskonzert schaffen in der Arena, irgendwann im Sommer. Das ist im August, oder? Ah, okay, na, das sollte ich ausgehen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan. Ich weiß nicht. Ja, wie auch immer. Ja, liebe Leute, schön, dass ihr auf jeden Fall da seid bei uns in unseren Homeoffice, Katzenkissel, Zimmern, wie auch immer. Ich möchte mich vorweg einmal bei der österreichischen Bundespolizei bedanken für diese ganz tolle Aktion mit I am from Austria. Es war wirklich mir so, dass ich schon gezweifelt habe am Volk und dann kam diese Aktion. Ich weiß nicht, gibt es das jetzt immer noch jeden Tag 18 Uhr I am from Austria von Reinhard Fendrich oder ist das schon vorbei? Es ist ihnen freigestellt. Sie dürfen sich jetzt aussuchen, also die Polizistinnen und Polizisten, die so herumfahren, dürfen sich aussuchen, ob sie die Aktion weiterführen oder nicht. Okay, und warum genau die Scheiben eigentlich? Ich habe auf Twitter gelesen, da hat einer geschrieben, also die haben ja eine Aktion gemacht irgendwie im Süden Wiens und dann im Norden Wiens, eigentlich 2 Minuten von mir entfernt, und haben das online gestellt und einer hat das geteilt und hat geschrieben, super Aktion von unserer Polizei und sie sind durch die Straßen gefahren und haben die inoffizielle Hymne Österreichs gespielt. Ah, deswegen, weil es die inoffizielle Hymne ist. Ich habe mir dann gedacht, Alter, nein, das ist hundertprozentig einfach nicht die inoffizielle Hymne Österreichs. Also es gibt so ein kleines Subset an Leuten, die sich irgendwie damit identifizieren können, so der Gemeindebauer Ronny vielleicht, aber eigentlich die meisten anderen Leute in Wien können sich, oder in Österreich vielleicht, weiß nicht, aber in Wien auf jeden Fall, können sich nicht mit diesem Lied identifizieren, oder siehst du das anders? Nein, im Gegenteil, ich hasse das Lied. Also nichts gegen einen Fendrich. Großartiger Singer-Songwriter, hat mörderische Scheiben geschrieben. Das Lied an sich finde ich auch wirklich geil. Ja? Nur, ich weiß nicht, ich bin so entweder, wie sagt man, Abriss-Ski geschädigt. Ich kann diese Scheiben einfach nicht mehr hören. Ich assoziiere das einfach mit Pump-Zu-Leuten, die das mitgrölen.
ich weiß nicht, ich will gar nicht sagen, dass es eine tiefe Nummer ist. Eigentlich ist es ja sehr genial, ja, wenn du dir den Text anhörst. Ich kenne die Ratten, bla bla bla, ist ja eigentlich auch voll kritisch dem Land gegenüber. Deswegen finde ich es ja fast noch peinlicher, dass die Leute das jetzt so mitgrölen und dann unsere Bullen auch noch. Ich meine, hey, ich finde das, ich schnier mich ein bisschen, muss ich sagen. Ja, ich finde es eigentlich ziemlich schlimm. Sie könnten einfach das einfach nicht machen oder irgendwas anderes von mir spielen. Und ich habe dann überlegt, so, wenn das nicht die inoffizielle Hymne ist, was ist es? Also was würde besser passen? Ich glaube, der Klenk hat irgendwie auf Twitter empfohlen, so Donauwalzer oder sowas. Und ich weiß nicht so richtig. Also müsste irgendwie eine Scheibe sein, die jeder kennt oder viele kennen und die Leute mögen oder zumindest aushalten. Und halt eh von einem österreichischen Künstler oder Künstlerin. Wüsstest du eine bessere Alternative? Na, das, was auch aufgelegt wäre für eben die ganzen Vollidioten, wäre Skifahren zum Beispiel, würde man wahrscheinlich weniger am Sack gehen als I'm from Austria, aber na, weiß nicht. Es wäre insofern besser, als dass es dieses Nationale, das da mitschwingt, einfach nicht hätte. Aber das alle Menschen sammeln zwider, würde ich irgendwie leiwand finden. Oder jeden oder Tag eine andere Scheibe. Voll, jeden Tag eine andere Scheibe. Zum Beispiel kennst du von Toni der Assi, also kennst du Toni der Assi? Assi Toni, ja. Nein, nicht Assi Toni, nicht der Typ, der da in die Kamera reinspielt, sondern es gibt einen Rapper aus Deutschland, der heißt Toni der Assi. Na, kenne ich nicht. Von dem ist Halt die Fresse oder Hütchenspieler, kann ich nur sehr empfehlen. Und der hat auch ein Lied, das heißt Bratte für Bratte. Und die Hook ist, das ist Bratte für Bratte, Jugos und Schwabos, Alman und Turki, Babas und Chabos, Semos und Bratkos, Polskis und Ruskis, Bruder ist Bruder und woher, das juckt nix. Und dann nochmal, und das könnte man halt dann sagen, das ist Sestra für Sestra, Jugos und Schwabos, Alman und Turki, und dann das ist Schwester für Schwester. Das würde ich viel besser finden, würde auch viel besser zu Wien passen. Kennt halt keinen Schwanz, ne? Das wird das Problem sein. Aber stell dir vor, die Polizei fährt in so einem Konvoi durch den 16. Bezirk und das kommt raus, das ist für Bratte, Jugos und Schwabos, Alman und Turki, Babas und Chabos. Ja, wäre ich auch dabei. Klatschen sie bei euch eigentlich in der Gegend? Um 6 bei uns klatschen sie immer und die Kirche spielt die Glocken. Nein, ich habe es noch nicht klatschen gehört. Ich habe nur heute irgendwie so Österreich heute oder irgend sowas geschaut und da haben so ganz unmotiviert irgend so eine Studiotür aufgemacht und dann so, ja, klatscht, okay. Das ist richtig verarscht, die ganze Sache. Weil wir schon gerade bei diesen ganzen Sachen sind, die immer ein bisschen auf die Nerven gehen. Duschko, bist du jemand, der vor allem in der aktuellen Situation so Challenges gerne annimmt? Scheiß auf Challenges, aber eine Alternative für I Am From Austria. Was wäre ein besseres Lied für die 18 Uhr Convoy Party? Ja, Umfrage an euch da draußen, Leute. Das ist jetzt die einzige Challenge, die ich ausrufe, in der ich teilnehmen würde. Was wäre eine passende Alternative zu I Am From Austria? Ich wäre auch dafür, es uns gar nicht zu schicken, sondern ab morgen 18 Uhr Balkontür, Fenster auf und raus mit dem Lautsprecher. Wird sehr spannend, wenn die Folge zum Beispiel jemand erst in 8 Monaten hört und dann voll auszuckt. Würde ich sehr feiern. Ja, wie geht's dir, Peter? Ich habe dich nicht gefragt, wie es dir geht, oder? Du, im Grunde eh ganz gut. Ich bin eher so der Typ, der mittlerweile langsam vergisst, welcher Tag ist. Ich habe aber viel zu arbeiten. Also viel ist übertrieben, aber ich habe schon was zu tun. Mir geht ein bisschen Geld flöten, muss ich sagen, weil ich mich jetzt nicht mehr kulturell so betätigen kann. Da habe ich zwar nicht viel bekommen, aber immer so ein bisschen was. Das stört mich ein wenig. Das merkst du nach einer Woche oder was? Oder 10 Tage? Ja, ich sage gleich dazu, ich bin so ein Typ, hey, mir kommt es vor, als wäre ich seit 8 Wochen einkasoniert. Ich pack's nicht mehr langsam. Naja. Mir geht schon Uhr am Arsch. Wie lange ist es jetzt? Eine Woche oder so, ne? 10 Tage. Okay. Na, ich bin einer, der dann schnell versandelt und sich nicht mehr auskennt. Ich bin auch froh, dass wir ohne Bild das Ganze machen, weil ich habe begonnen, mich zu rasieren. Und schau aus, wirklich wie der letzte Wannabe-Sandler, der sich als Obdachlose im Fasching verkleidet. Das ist fast ein bisschen unangenehm, aber ich bin faul geworden. Faul, das trifft's. Mhm. Verstehe ich, ja. Ich hatte eine Videokonferenz, mir wurde gesagt, dass ich ausschaue wie 15. Normalerweise sagen die Leute wenigstens, dass ich ausschaue wie 17, weil ich auch die Haare nicht gemacht habe. Und das T-Shirt, das ich trage, habe ich auch schon seit einer Woche an. Also ich lasse mich auch gehen. Ja, ich habe absolut Jogging-Heidel-Style aufgerissen, auch beim Spazierengehen und so, nur mehr Jogginghose. Steht auch mittlerweile von alleine. Aber wozu auch? Weißt du, die Pflege an sich, ich bin nur froh, dass ich noch beim Friseur war, bevor der Shit begonnen hat mit eh schon Wissen. Ja, ich leider nicht. Die Duschkizze wird mir am Samstag die Haare schneiden. Schauen wir mal, wie das funktioniert, ob das hinhaut. Oder ob ich dann mit Kurzhaarfrisur daherkomme. Aber wir versuchen es, dass sie mir die Haare schneidet am Samstag. Das letzte Mal, dass ich dich mit Stoppelglatze gesehen habe, warst du, glaube ich, noch bei der Garde. Nein, ich habe zwischendurch so eine Phase gehabt, so eine Britney Spears-Phase, wo ich mir auch die Haare abrasiert habe, so vor 4, 5 Jahren oder so. Ah, auch nett.
Schön. Ja. Weil wir gerade von Körperpflege sprechen, ich habe dir, glaube ich, noch nicht von der Badewanne erzählt. Ich wollte fragen, brauchst du eine Badewanne? Ich schenke dir eine. Ja, weiß nicht. Sag einmal, was für eine Marke? Indesit oder was? Gorenia oder was? Ich weiß nicht, eine weiße. Ich habe mich auf Insta, glaube ich, drüber aufgeregt, du folgst dem Game ja nicht mehr, dass bei uns im Fahrrad- bzw. Kinderwagen-Abstellraum jemand jetzt eine Badewanne gedroppt hat. Und ich habe schon überlegt, ob ich es wirklich auf Willhaben stelle, aber ich, rein rechtlich weiß ich nicht, ob ich die einfach herschenken kann. Deswegen versuche ich jetzt mal privat loszuwerden. Ja, ich glaube, ich brauche es nicht. Aber weißt du, ich muss ja auch ein bisschen aufs Geld schauen. Ich bekomme so viele tolle Angebote in letzter Zeit. Also man muss echt sich überlegen, wo man das Geld investiert. Na, wenn es das du nicht brauchst, Leute, ich habe eine Badewanne abzuholen in 1210 Wien. Ja, so viel dazu. Ja. Aber ich überlege, dass ich mir ein Rohrreinigungsgerät zulege. Okay, wie kommst du auf das, bitte? Wir haben ja schon mal über Spam gesprochen, dass wir sehr seltsamen Spam bekommen. Und Spam war ja üblicherweise so, es ging meistens eigentlich um Vaginas oder Brüste in Spam-E-Mails. Ja, bei uns ist es Handwerk. Genau, da sind sie irgendwann draufgekommen, so ja, okay, gut, Titten funktionieren nicht mehr so richtig, mach mal Werkzeug, ja, so Werkzeug-Koffersets oder was, wo hast du zugegriffen damals? Bei diesem, wie war das, 128 Tools in einem kleinen Koffer, glaube ich. Ja, genau, sowas und das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Dann das nächste, was mir beworben worden ist, sind Kugelschreiber, massenhaft Kugelschreiber. Mhm. Da wären wir wieder bei so einer Sache, ich glaube, wir haben mal drüber geredet, Sachen, die man nicht kauft. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie, obwohl, oh ja, einmal habe ich so einen Marker vielleicht oder so einen Fineliner, aber einen Kugelschreiber habe ich, glaube ich, noch nie gekauft. Die hat man einfach. Mhm. Und die letzten drei Sachen, die bei mir beworben worden sind, sind richtig geil. Erstens Hartschalen-Reisekoffer-Set. Das Wort, Alter, Hartschalen-Reisekoffer-Set. Und sie haben gemerkt, okay, ich antworte darauf nicht, womit können sie mich hören? Und dann hatten sie mich, Alter. Pass auf, Spam-E-Mail für 1,99 Euro 5 Kilo Orangen. Mein Scheiß. Ich schwöre auf mein Leben, ich habe Orangen-Spam bekommen. Na gut, Obst-Spam, das feiere ich. Ja. Katastrophe. Und eben das letzte war ein Rohrreinigungsgerät. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, aber auf jeden Fall könnte ich jetzt irgendwie sehr günstig eins stehen. Ich glaube, der Clemens Otto ist ja so ein Techniktyp, dem werde ich das einfach weiterleiten. Kannst du mir das mit den Orangen schicken? Weil ich bin ja Risikopatient und gehe nicht mehr außer Haus, aber ich habe kein Obst mehr. Aber versteht ihr, es gibt mittlerweile wirklich Lebensmittel-Spam? Wie arg ist das? Ja, so ist das. Kranke Scheiße, okay. Na gut, das heißt, du nimmst keine Challenges an. Das war meine ursprüngliche Frage eigentlich. Nein. Ich hasse es auch. Das ist so, ich finde das irgendwie so sehr interessant und faszinierend, wenn die Leute zu Hause sind, wie schnell dieses Online-Leben abgeht. Ja, ich hatte ur viele Vorteile. Das ist so, Kreml Samurai hast vielleicht gesehen, das ist Wohnzimmerkonzert und die DJs beginnen aufzulegen. Übrigens, vom Nirvarani gibt es echt leiernde Sachen aus dem Simple jetzt. Online und Stermann und Grissemann machen Homeoffice, bla bla bla. Aber wie schnell die Leute auch wieder beginnen, wieder zu nerven mit diesen depperten Challenges. Ich verstehe es nicht. Jetzt ist gerade, was geht jetzt gerade ab? Poste ein Foto, wie du klein warst oder klein und dick, ich habe keine Ahnung. Poste das und verlinke drei Leute. Weiß nicht, bin ich der Typ dafür? Ist keine Ahnung, vielleicht bin ich zu alt für den Scheiß. Ja, bin ich auch. Ich glaube, immer schon dagegen gewesen. Das Einzige, aber das ist halt keine Challenge, sondern mehr eigentlich jetzt so ein Lifestyle-Ding, würde ich sagen, also oder eine Art zu leben, ist, dass ich schon mittlerweile seit 4 Wochen kein Wasser mehr trinke. Ah, wirklich? Okay, ich habe ja, aufgehört, aufs Klo zu gehen. Schön. Und? Ja. Meine Haut ist ein bisschen staubig, aber sonst ist alles eigentlich top. Also, mich jetzt bei. Weil wir gerade bei dem Thema sind, Wasser und so weiter, Klopapier kaufen. Bist du ein Hamsterkäufer? Hast du einen Hamsterkauf getätigt oder warst du einer, der gechillt hat? Ich bin wirklich stolz auf uns, dass wir nicht eine Kipp sind. Wir waren eigentlich ziemlich normal einkaufen. Fertig, Punkt. Das finde ich schön. Ich habe abgehamstert, gleich am ersten Tag voll ausgezuckt. Nein, nicht wirklich voll ausgezuckt, aber ich will eigentlich die Überleitung schaffen zu einer urtiefen Geschichte und zwar natürlich wieder, leider Gottes, in unserem schönen Bezirk 1210 Wien, West-Berlin. Es gibt Leute, die Hamsterkäufe hamstern, um nicht zu sagen, zu fladern. Eine Kollegin von der Babuschka, pass auf, die war am letzten Tag noch in der Arbeit, ist in der Früh einkaufen gegangen, weil sie sich gedacht hat, nach ist die Hölle los.
hat ein fettes Einkaufswagerl in der Arbeit halt nicht gut versteckt, ist der öffentliches Gebäude irgendwo hinter einer Tür gestellt. Ich schwöre dir, ich glaube, 20 Minuten später ist die Mutter von einem Schüler oder von einer Schülerin mit dem Sackerl aus dem Gebäude rausspaziert und der Chef hat sie dabei erwischt. Hast du dir einfach den Sackerl badelt? Ja, es gibt Leute, die hamstern Hamsterkäufe von anderen. Sie hat einfach gesehen, hey, geile Einkäufe, brauche ich nicht mehr machen. Hat das ganze Sackerl, das war ein richtig fetter Einkauf, eine richtige Tasche voll und hat den Einkauf einfach mitgehen lassen. Da habe ich mir auch gedacht, hey, what the fuck, wie geht's den Leuten eigentlich? Ja, vielleicht war es eine arme Frau. Aber das geht ja jetzt nicht, arm oder nicht, dann, was hat's dann, ja, okay. Eat the rich, Alter. Du meinst so, wie wenn irgendwelche Leute Brot fladern, um zu überleben, dann lassen wir das einreden. Ja. Ja, okay. Gut, dann ist es auch wieder relativiert. Nein, oder vielleicht ist einfach die Kollegin von der Babuschka das Ur-Arschloch und sie wollte einfach nur sie wollte einfach nur reinscheißen. Das wird's gewesen sein, Duschko. Gut, ja, ich druck solche Leute nicht. Apropos, ich hätte eine neue Rubrik. Bitte. Die soll heißen... Ich druck nicht. Okay. Und zwar geht es ja nicht um Hass. Das heißt, ich hasse nicht Leute, die das machen oder eine Sache, aber ich druck's einfach nicht. Ich druck's nicht, dass es das gibt oder dass es gemacht wird. Finde ich urgut, den Namen. Fällt dir da was ein? Ich druck's nicht. Das ist so wie... Na. Ja, ich druck's nicht, wenn Leute anderen Leuten was fladern, aber das ist jetzt... Genau. Ja, okay. Voll. Oder ein Beispiel, das ich habe und das hat mich zu der Rubrik gebracht, ist, ich druck nicht Leute, die Karottenstückchen als Snack zum Ikea mitnehmen. Was ist das für eine Scheiße? Wir waren beim Ikea und da sind Leute gestanden und haben eine Einkaufspause gemacht und aus dem Tabakschirl Stückchen Karotten rausgeholt und gesnackt. Was ist das für eine Opferscheiße? Wie kann man Karottenstückchen snacken beim Ikea? Mitgebracht. Sind zu Hause und denken sie, okay, gehen wir einkaufen, aber erst vergiss die Karotten nicht, schneide noch welche zurecht. Ja, das sind halt so Tabakschirl-Leute. Also ich habe das früher auch in der Schule mitbekommen, also so Apfelspalten. Ja, ja, normal. Du musst halt essen, in der Schule bist du 5 Stunden, das ist deine Jause. Oder von mir aus, wenn du auf einen Ausflug gehst mit der Familie oder sonst irgendwas. Aber zum Einkaufen Karottenstückchen, ich weiß nicht, das ist einfach ganz weit weg. Ja, vor allem die Leute nehmen es ja nicht sicherheitshalber mit, weil irgendwas passieren könnte, sondern sie planen ja wirklich eine Jausenpause bei Ikea ein und das allein ist wirklich Opfer hoch Opfer, muss ich sagen. Beim Ikea, wo du 4 Cent für einen Hotdog und ein Getränk zahlst. Ja, okay, aber den Scheiß fräse ich nicht. Wie heißen diese Palovka-Lovka oder wie heißen Palovka, diese? Palovka-Lovka, ja. Ich wollte jetzt sagen, diese Erdbällchen, aber es sind ja keine Erdbällchen, diese Fleischbällchen. Also das wäre mein erstes Ding für die Kategorie. Ich druck nicht das Fressen in diesen Möbelhäusern. Ich habe letztens irgendwo ein Plakat gesehen beim Spar oder XXX Lutz, nein, Entschuldigung, Spar ist ja kein Möbelhaus, XXX Lutz oder Kika, gibt es ja auch diese Restaurants. Ich schwöre dir, ich glaube, das stimmt wirklich, für 3,50 Euro kannst du dort Schnitzel habern gehen. Und es gibt Leute, die dort essen, ohne dort eigentlich geshoppt zu haben. Also es gibt wirklich Leute, die gehen habern in den Kika, Mittagessen beim Lutz. Ich habe das nie, also beim Ikea weiß ich es, und da ist es ja auch so ein Riesending. Ich habe es vom Lutz, weiß ich es seit Kurzem, und da ist richtig was los. Also so wie du sagst, da gehen Leute einfach extra nur deswegen hin, weil du halt riesen Portionen bekommst für kein Geld. Aber ich muss sagen, wir waren früher, vor 20 Jahren damals, waren wir hin und wieder bei Michelfeit. Kennst du Michelfeit noch? Michelfeit, ja, Strebersdorf hinten hat es einen gegeben. Voll, da waren wir frühstücken. Aha, am Sonntag. Das gab's. Also so früh shoppen bei Michelfeit. Ja. Ah, das Möbelhaus hatte aber nicht offen am Sonntag. Nein. Okay. Meine arge Story, bist du deppert? Das hast du bis jetzt aufgehoben, 88 Folgen lang. Wow. Aber warte mal, apropos Essen, ich habe einen Nachtrag zur letzten Folge. Wir haben überlegt, was Kipferl auf Deutsch heißt, also Deutsch. Ja. Die Duschkizze meint Hörnchen. Ja, stimmt. Die Babuschka hat auch gesagt, wie kann ich so deppert sein und das nicht wissen? Hörnchen. Ja, ja. Ich kenne Hörnchen halt nur von Joint und rauchen Horn mit Jesus. Hat das nicht Sido mal gesagt? Ich weiß nicht, kann sein. Oh ja, es gab irgendwo eine Nummer im irgendwie, was? An Be Tight am Bobby oder so gemeint, dass der kauft dem Kind einen Formel-1-Wagen, irgendwas mit ich rauchen Horn mit Jesus. Gab es mal einen Track.
Oder bitte, bitte, ich habe letztens dran denken müssen, da waren die Duschkizzer, mein Cousin David Shoutout an dieser Stelle und ich bei B-Tight. Und B-Tight hat gespielt in der Hitten, pass auf, vielleicht kennst du die Hitten, die Hitten, wenn Bible. Alle... Ja, wenn Story alle, hat man schon. Hat man schon? Schon, okay, scheiße, wenn ja. Alle anderen so groß sind, katastrophales Konzert. Du hast gemeint, er hat vor irgendwie 18 Patienten gespielt und ich war jetzt 5 davon oder so. Nein, die waren noch die normalsten, da waren Junks, die ärgsten Junks und ganz komische Bauern, so aus dem tiefsten Burgenland waren dort. Ja, hast du erzählt, Bobby. So Leute, die jetzt Southpole tragen, weil es modern ist oder Fubu oder sowas. Sehr geil. Erinnere mich an die Zeit, in der Fishbone cool war, da gab es auch mal 2 Wochen damals. Geil, na, urlang. Ich glaube, der Bobby hat immer noch einen Fishbone-Pulli. Echt? Ich hatte einen Bad- und Mad-Hoodie und bin mir urcool vorkommen, eben die zwei. Aber ich glaube, auf unserer Schule waren es 14 Tage und dann bist du wieder kaut worden dafür. Es ist wahnsinnig schnell gegangen damals. Ich habe noch eine Geschichte. Hast du irgendwas, was du mir erzählen möchtest? Weil ich noch 2 ja, Geschichten. Ja, eine lustige Geschichte. Ich war kurz bevor der ganze Shit geschlossen wurde, noch Geld abheben, und zwar bei unserer Tankstelle. Ich weiß, es ist jetzt wieder so eine Proleten-Story, aber ich feiere einfach diese... Wie nennt man das? Kennst du das? Du gehst irgendwo rum und dann schnappst du einfach so einen leibernden Wortfetzen auf. Und ich hab Tränen gelacht am Heimweg. Diese Psoffenen, die, weißt du, in diesem Tankstellenbistro immer sitzen. Da gibt es immer 3, 4 so Patienten, die sich dort ansaufen, weil es nicht so kalt ist wie beim Würstelstand. Und ich habe nur so im Vorbeigehen gehört, sie reden eben über Virus, Bakterien, bla bla bla. Pass auf. Und einer sagt, kennst du das? Weißt du, was Meningokokken sind? Meningokokken, glaube ich, heißt das. Auch so ein Viren-Shit. Kennst du das? Mhm. Ja. Und der Wortfetzen war, 2 Typen, einer sagt, ja, na, das ist wie mit dem Meningokokken. Und der andere pumpt zu, sagt, apropos Indianer. Ja. Ich habe geglaubt, ich sterbe. Wirklich, ich war mit dem Fahrrad dort, mich hat es 2-mal fast so auf die Pappen gehauen. Apropos Indianer. Hey. Also, das war mein geil. Moment 2020 bis jetzt. Nicht so gut. Finde ich traumhaft, wirklich. Ich kann jetzt noch Tränen lachen. Ich war yes. Neulich, hatte ich 2 Situationen. Die eine Situation war, ich bin beim Hofer in der Schlange gestanden. Die Schlange war sehr, sehr lang. Und es war nur eine Kasse offen. Ah, das hatten wir letzte Folge, ja. Genau. Und ich habe dann einfach überlegt, was kann ich jetzt machen? Entweder nichts machen, ja, und warten. Oder Kassa bitte schreien, aber wir haben uns ja darauf geeinigt, dass man das nicht macht, weil es einfach unhöflich ist, wenn man einfach nur schreit Kassa oder was. Mhm. Oder ich mache das, was du vorgeschlagen hast, und gehe wie irgendein Psycho noch vor und frage, können Sie vielleicht eine Kassa aufmachen, bitte? Und wirklich, ich habe das jetzt erwogen, deinen Vorschlag nach vorzugehen. Ich habe darüber nachgedacht und ich habe es nicht packt. Ich habe mir nicht vorstellen können, wie ich dann noch vorgehe und sage, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie? Das war für mich sehr seltsam. Ich hab mich dann dafür entschieden, einfach nichts zu machen. Das verstehe ich nicht, das habe ich letzte Folge schon nicht verstanden, was da so krass dran ist. Weil das ist eine Riesenschlange, man muss ja nicht ich dränge mich überall durch, gehe dann vor und dann, da hat es was, dann schreie ich lieber Kassa bitte, glaube ich. Aber in was für Schlangen stehst du, was heißt durchdrängen? Man geht einfach zweite Reihe vorbei, ganz vorne hin und sagt, ah, Entschuldigung, wäre es vielleicht möglich? Also da müssen wir dran arbeiten, das muss doch drin sein, bitte. Ja, okay, naja, vielleicht ist es noch nur ein Ding von mir. Ein anderes Ding von mir ist, wir sind letztens im Auto bei McDrive vorbeigefahren, weil wir einen Kaffee kaufen wollten oder jemanden einen Kaffee mitnehmen wollten. Und dort haben wir 3 Kaffee gekauft. Kannst du dir vorstellen, was für welche? Dadurch, dass ich keinen Kaffee trinke. Okay, ein Cappuccino. 3 Stück davon. Und ich wollte einen von Proleten für Proleten anwenden, aber ich habe mich nicht getraut, 3 Cappuccini zu bestellen. Ich habe wirklich kurz überlegt, ich habe mich dann so geschämt, ich habe dann 3 Cappuccino gesagt, aber ich habe kurz überlegt, soll ich Cappuccini sagen, aber ich habe es noch nicht übers Herz gebracht. Du feige Sau, genau das wäre es gewesen. Alter, das wäre echt schön kommen. Exakt. Was anderes noch, vielleicht eine Frage, die du mir beantworten kannst, obwohl ich weiß nicht, ob ich da nicht ein bisschen einen zu depperten Horizont habe. Warum ich mich sowas frage, fragte ich mich unlängst wieder. Ich habe mir so eine Doku angeschaut auf YouTube. Ich schaue relativ viel YouTube-Scheiß zurzeit. Was sind das für Leute, die in so, wie kann man das sagen, nicht die Top-Dokus, aber so Möchtegern-Dokus oder alles, was nicht BBC oder Universum oder Terra Mata ist. Was sind das für Leute, die in solchen Dokus sowas spielen wie Ureinwohner? Weißt du, was ich meine?
Bin mir nicht so sicher, glaubst du, dass es Schauspieler sind? Oder? Ja, das frage ich mich eben. Ich habe mir letztens was angeschaut, da ist es irgendwie gegangen um Ureinwohner. Und nein, es ist gegangen genau, dass alle Hunderassen vom Wolf abstammen und das halt unpackbar ist, wenn du so die ganzen kleinen Scheißer anschaust. Und da hat es eben Leute gegeben, die haben so Höhlenmenschen und sowas spielen müssen. Und ich erwische mich halt dabei, wenn ich mir denke, was sind das für Leute, die sowas spielen? Da waren 20, 25 Schauspieler, die so einen eingeborenen Dorf oder sowas gespielt haben. Und ich habe mir auch gedacht, hey, what the fuck, sind das jetzt Leute, die es nicht zu mehr gebracht haben? Oder gibt es Leute, die sagen, hey, das ist genau mein Ding, ich werde Doku-Actor? Ich glaube, das sind Leute, die auch bei X-Faktor mitspielen. Ja, genau solche Sachen meine ich halt. So diese, weiß ich, so Nebenbei-Schauspieler. Aber bitte acht das nächste Mal drauf, wenn du dir so Dokus oder Beiträge anschaust. Oder es ist Galileo, wie entsteht, keine Ahnung was. Und dann gibt es im Hintergrund immer so Leute, die das so nachstellen müssen. Das hat mich extrem fasziniert, wie kommt man zu so einem Job? Ja, eh, so Leute, die Höhlenmenschen spielen, die so extrem schlecht gemacht sind und so also ganz schlecht Schauspielern. Ja, weißt du, was du meinst? Ja, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es urorg sein muss, weil da gibt es dann sicher Leute, die, ich meine, man checkt, okay, das ist jetzt kein Hollywood-Streifen, in dem ich da engagiert bin, aber es gibt sicher auch Leute, die da auf das reinkippen und dort alle am Set stressen, so, nein, das machen wir noch einmal. Das kann ich besser. Also das mit der Blockflöte schnitzen im Hintergrund, das will ich jetzt noch einmal machen. Also stelle ich mir irgendwie ganz witzig vor. Die so so stumm vor der Aufnahme Atemübungen machen. Obwohl klar ist, dass man sie nicht mal hören wird. So, aber du bist eine Sekunde im Bild, so, nein, ich muss jetzt kurz, wo ist eigentlich mein Wohnwagen? Das gibt's nicht. Ja, auch so 5.000 Euro für Vocal Coaches und sowas, Zahlen und Sprechtrainings. Mi, 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 ma, 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 ma. Ich sehe es schon, in 10 Jahren muss ich so einen Scheiß wahrscheinlich auch machen. Hast du schon mal als Komparse gearbeitet? Ja, mit Clemens Otto. Nein, waren wir eigentlich aktive Schauspieler. Clemens und Otto, Clemens Otto und ich haben mal gespielt für so eine Security-Firma, sowas wie GeForce oder so. Urpeinlich, das würde ich gern sehen. Wir haben gespielt so Security-Leute in einem Imagefilm für so eine Security-Firma. Sie sind in der Nacht oder wann war es am Abend, sind wir mit dem Security-Auto urgestresst aufs Fabriksgelände gekommen, ausgestiegen, haben mit der Taschenlampe geleuchtet. Das war ein absoluter Traum. Ja, ich habe sowas schon mal gemacht. Sag geil, gibt es das irgendwo? Gibt es das online? Nein, ich glaube, das ist 20 Jahre her oder so. Nein, 20, aber 15 sicher. Ich schätze, wir waren 18, 19 oder so. Geil. Ja, das war echt witzig. Und dann auch aus dem Auto rausgelaufen, Taschenlampe leuchtend hin zum Fabriksgelände, urbös geschaut und so. Also es war, das hätte ich echt gern. Ich weiß nicht mehr, welche Firma das war, leider. Vor allem mit 18, ja, stell mir geil vor. Siehst übrigens, weil du gesagt hast, Nachtrag zur letzten Sendung, ich muss einiges richtigstellen. Und zwar muss ich mich entschuldigen beim einen, bei Heinrich im Malaya. Und bei unserem Heini, wenn du weißt, wen ich meine, Lindy. Lindy, der war neulich, hat der einen SS-General oder sowas gespielt in einem österreichischen Film. Auch nett, ja. Ja. Kann man auch mal abhaken, ne? SS-General, zack. Nein, ich muss mich entschuldigen, weil du erinnerst dich an die Letten mit den Schamhaaren von den Klorändern reinbrunzen, wo wir dann etwas eskaliert sind. Diese Letten waren nicht von Heinrich Himalaya, sondern eben von SS-Führer Heini. Ja, das wollte ich mal richtigstellen und ich muss mich bei meiner Mutter entschuldigen. Ich habe mir die letzte Folge angehört und habe gemerkt, ich suder immer wieder über meine Kindheit und es kommt so rüber, als wäre ich bei Wasser und Brot erzogen worden, weil ich immer sage, ich habe so scheiß Spielzeug gehabt, bla bla. Nein, es stimmt nicht, ich muss das relativieren. Ich hatte kein scheiß Spielzeug, ich hatte halt leider vernünftige Eltern, hatte deswegen vernünftiges Spielzeug. Da ging es darum, erinnere dich, was habe ich da erzählt, was das Turtles-Spielzeug, das jetzt, keine Ahnung, $2,000 oder so wert ist. Genau, und du hast nur so Holzstücke oder Steine oder sowas gehabt. Ja, ich habe lustiges Spielzeug gehabt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass heute auf eBay jemand für, keine Ahnung, einen original verpackten 5er-Pack Rechtskurven von der Brio-Eisenbahn einen Tausender hinlegen würde. Also, liebe Mama, sowas gemeint, top Kindheit gehabt, aber halt keine Buffen oder Sachen, die heute was wert sind. Ich habe Sachen gehabt, die es heute noch gibt, ja, aber... Die Scheißkurve. Ja, keine Ahnung, das ist halt das Erste, was mir eingefallen ist. Aber stell dir mal vor, in so einem Ordner, in so einer Klarsichtfolie drinnen. Vor allem, was ich mich erinnern kann, kennst du diese Brio-Eisenbahn? Ja. Dieses Holzding, ich glaube, da gab es keine Rechtskurven, weil du konntest ja beidseitig befahren. Also eigentlich noch blöder, das Ding jetzt zu verkaufen. Gibt es aber immer noch das Spielzeug, also Duplo, Lego, Brio-Eisenbahn, spielen die Kinder heute noch damit. Sowieso, gerade Lego.
Ja, Lego rockt sowieso. Apropos, ich wäre ohne meine Brio-Eisenbahn, das war eigentlich eh geil, aber ich wäre ohne geiles Spielzeug von anderen Kindern, bin ich draufgekommen, extrem lost gewesen. Und ich habe dir ja gesagt, wir machen Top 5 Lost. Hast du da was auf die Garen? Ja, auf die Garen hätte ich was tatsächlich. Oder willst du vorher Musik machen? Vielleicht mach mal. Na, du mal, zack. Top 5. Machen wir Musik. Machen wir Musik, genau. Wir haben es heute so gemacht, liebe Leute da draußen, dass wir uns abwechseln, weil es ja extrem stressig ist, wollen wir ein bisschen entschleunigen. Und deswegen hat Duschko, wie viel hast du mit? 5? Ja. Ja, ich glaube, ich habe auch 4 oder 5. Magst du anfangen mit Bruder kennst du? Clemens Otto, bist du so nett? Und haben wir einen Jingle für Bruder kennst du? Na, Bruder kennst du. Ah ja, das war er. Okay, leg los. Ja, stopp, das kenne ich. Bisschen die Außenwelt mitraten lassen, ich weiß es schon. Aber ich weiß nur den Interpreten. Und zwar Eros Ramazzotti. Ja, voll gut. Aber wie heißt das Lied? Più bella cosa non c'è. Ja, heißt das Lied so? Più bella cosa? Oder? Più bella cosa, ja. Più bella cosa. Meine Aussprache ist extrem Wien-lastig, merke ich immer wieder. Ich kriege das L nicht mehr weg. Okay, Eros Ramazzotti war deine erste Scheibe. Ja, sehr gut, sehr gut. Bist du bereit für meine? Ja, ich mache gleich alle 5. Ich halte den wie ein Volltrottel den Laptop gerade über das Mikrofon. Also ich ziehe das jetzt durch, okay? Okay, mach. Das war's? Ja. Noch einmal bitte, das war zu leise. Ich weiß schon, was es ist. Wirklich? Ja, fix. Michael Jackson. Ja. Und zwar Black or White. Ja, urgut. Bin ich schon, gell? Stolz. Ja, ich war als Kind schon ein extremer Jackson-Fan. Mhm. Habe ich das mal berichtet? Weil wir vorher darüber geredet haben, dass Ben und Matt und so Marken peinlich waren. Michael Jackson war eine Zeit lang auch peinlich. So wie Queen. Ja, hast du erzählt. Ja, Unterstufe war das eher Arsch. Okay, Lied Nummer 3. Dünn. Eugen, ja, voll. Das können 2 Lieder sein. Ich habe halt einen richtigen Run. Also entweder spielst du vielleicht nochmal für die, oder ist es stressig für dich, Sachen nochmal zu spielen? Nein. Ja, entweder du willst mich jetzt in die irgendwie ist es so wie eine Fangfrage gemeint. Ich würde sagen Ice Ice Baby. Ja, sehr gut, sehr gut. Was hätte es leicht noch sein können? Ja, von Queen, oder? Das fängt das nichts genauso an, dass... Ja. Make it down. Okay, Lied Nummer 4. Under Pressure wäre es gewesen. Oh Gott. Under Pressure, genau, ja. Erinnere mich an die Prinzen oder sowas. Mach nochmal. Ja, Prinzen stimmt. Wirklich? Ja. Bist du deppert? Ich sag's dir, unter Quarantäne komme ich auf Hochtouren. Aber ich weiß, das zweite Clip gewesen. Eyo, eyo. Es ist alles nur geklaut. Genau. So, wenn du noch das 5. schaffst, dann weiß ich nicht. Kriegst was ist denn eigentlich? Orden. Warte mal ganz kurz. Was hatten wir das? Hatten wir noch nie, oder? Alle zu erraten. Oh ja, haben wir nicht gehabt. Sehr stark. Okay, aber ich habe jetzt extra auch nur Mainstream genommen, weil du letztes Mal dich über meinen auch Mainstream aufgeregt hast. Aber wurscht. So. Was? Nochmal. Es ist der Anfang vom Lied. Das ist vielleicht ein bisschen zu schwer, gell? Fangen da Vögel an zu zwitschern dann, oder was war das? Na, keine Ahnung. Okay, ich mach nochmal. Clemens Otto weiß es. Er hat es mir gerade geflüstert. Ich weiß es nicht. Ja, David Hasselhoff. I've been looking for freedom. Stark. Wäre ich nie drauf gekommen. Oh, ich habe mich selten so unbeholfen gefühlt wie jetzt gerade. Ja, Lost. Passt nachher zu unseren Top 5. Okay, liebe Leute, seid ihr bereit für meine Audio-Ergüsse? Ja. Und zwar erstes.
Ja. Kennst du? Ja, sicher. Ja, okay, löse auf. Ich sag, was geht, Leute, seid ihr mit mir, mit mir down? Mit dem Sound of Sambo City, den dem Leute vertrauen. Ja, ich löse auf. Mann, wer hätte das gedacht, denn das Boot, das ist angesagt und der Sound aus Hamburg City, der ist sweet, sweet, sweet. Jetzt ziemlich schlecht. Natürlich, natürlich von... Das Bo. Richtig, zweite Scheibe. Deluxe. Das ist jetzt sicher was, wo du früher dir mal die Pulsadern da quer versucht hast aufzuritzen. Moment. Kennst du? Ja, aber warum die Pulsadern? Mach nochmal. Ja, das war ein schlechter Schmäh, wirklich. Das ist schon, dieses Lied habe ich auf Maxi-Single-CD vom MTFG geschenkt bekommen. Und zwar ist das, spiel's nochmal für die Fans. Schrei nach Liebe von den Ärzten. Ich habe die nicht wirklich gehört, aber ich finde das Instrumental genial, die Melodie ist super. Ja, was ist es denn? Ja, Schrei nach Liebe, die Ärzte. Die Ärzte, Schrei nach Liebe, genau. Dazu passend, so viel kann ich verraten, ist das hier. Ja, das mag ich sehr gern, das Lied. Wirklich? Ja. Das heißt, du weißt es schon. Einmal noch für die Außenwelt. Eine Band aus Düsseldorf, die Antilopengang, ist bei ihrem Label gesigned. Ja, und sie hassen den FC Bayern. Die Toten Hosen. Mit alles aus Liebe. Und alles nur. Wow. Es ist heute fast ein bisschen leicht. Pass auf, ich hänge noch eins dran. Da spiele ich aber jetzt wirklich nur den Bruchteil einer Sekunde, weil ich befürchte, es ist auch zu leicht. Achtung. Aus. Mach nochmal bitte. Ja, wenn ich einen einzigen Ton noch dazu nehme, dann ist es... zu leicht. Liebe Leute, was ist das? Ich spiele es noch einmal. Na komm. Jetzt nicht Simply the Best, oder? Das hatten wir schon mal durch. Na, Entschuldigung, dass ich so dreckig lache. Ich versuche ein bisschen länger, ohne dass ich gleich alles verrate. Also die Snare gebe ich euch noch dazu. Ei, jetzt. Ei, jetzt sagt es mir schon mehr. Shit, ich glaube, ich kenne das Lied, ich müsste eigentlich wissen, aber... Landsmänner. Oder Landsfrauen, weiß nicht, ob da ein Mädel auch dabei ist. Nein, weiß leider nicht. Ich gebe dir einen Tipp, es ist nicht Bilderbuch. Ach so, Wander. Ja. Columbo. Wander mit Kommissar Rex, genau. Ja, dann haben wir noch eine letzte Scheibe. Du hast jetzt so enttäuscht geklungen, dass du so lange gebraucht hast. Pass auf, das kennst du sicher gleich. Mich regt es gleich immer, wenn ich auf Play drücke. Dun, 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 dun. War das? Ich hasse diese Scheiben. Achtung nochmal. Hast du, oder? Ja, Fendrich, oder? Ja. I am from Bosnia. Leute, übrigens, alle, die Sendung jetzt hören, ja, ganz wichtig, währenddessen auf die Uhr schauen. Wenn ihr vor 18 Uhr begonnen habt, diesen Podcast zu hören, diese Folge, um 18 Uhr unterbrechen, deppert klatschen und diese Scheiben aus dem Balkon rausspielen. Klatschen ist ganz, ganz wichtig. Das hält uns zusammen. Solidarität. Das ist auf jeden Fall, gehört auf jeden Fall zu meinen Top 5 Scheiben, die ich nicht erdrück. Weiß auch nicht warum. Ja, ebenfalls. Großvater gehört auch dazu. Na, Großvater finde ich super. Okay. Das ist eine mörderische Scheibe. Zwickt mich vom Ambros, taugt mir auch, Zentralfriedhof. Das sind Scheiben, die kann man immer oft hören, aber ist jetzt nicht vergleichbar mit I'm from Austria. Da stellt es mir wirklich die Zehennägel auf. Top 5, wie schauen wir aus? Ja, passt. Was machen wir eigentlich? Top 5 ohne... Dinge, ohne die wir lost wären. Genau. Sag, kurze Vorstellung fürs nächste Mal. Können wir irgendwann machen Top 5 deutsche Wörter, die eh leiwand sind? Das hast du, glaube ich, mal vorgeschlagen. Ich hätte nämlich schon was beisammen. Ich muss überlegen. Ich muss schauen, ob ich das hinkriege. Aber wir haben jetzt schon 40 Minuten und
jetzt kommt der nächste Diagonale-Film, weil es eigentlich wäre jetzt in Graz die Diagonale, das österreichische Filmfestival. Okay. Und es kann ja nicht stattfinden, deswegen streamt FM4 drei Filme, Dienstag, Mittwoch und heute, also Donnerstag, letzte Woche, wie auch immer. und das wäre dann jetzt bald. Sollen wir die Top 5 nächstes Mal machen oder magst du es heute machen? Jetzt ach so, du willst das anschauen, oder was? Ja. Okay, aber wenn wir jetzt gerade von Filmen geredet haben, ja, bevor wir jetzt die Top 5 nicht machen, was mich schon ein bisschen kränkt, muss ich jetzt sagen, weil der diese, was, Viennale oder was auch immer wichtiger ist, wir könnten zumindest den Elvis anhauen und fragen, ob er Serien oder Filmtipps oder irgendwas hat für diese aktuelle Situation. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Ich will mal schnell den Elvis anrufen. Bitte, sei so nett. Elvis? Ja? Hallo. Hallo. Du bist live auf Sendung quasi. Der Peter sagt auch Hallo. Hallo. Hallo, Peter. Hallo, Elvis. Wie schauen wir aus? Hast du ein paar Film- oder Serientipps für uns? Ja, ich hätte ein paar Serientipps für euch. Welchen Zufall? Dann sag doch mal, was hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen? Der erste Tipp, den ich euren Hörern ans Herz legen möchte, ist... The Leftovers ist von 2017, zwei, drei Jahren, die letzte Staffel gewesen. Hat nur drei Staffeln, a 10 Folgen. Das heißt, man hat es eh relativ schnell durch. Und viele werden davon gehört haben, aber es nie gesehen haben. Ist eine Serie vom Lost-Macher, also der auch Lost gemacht hat. Nicht von J.J. Abrams, sondern von dem anderen Typen, der jetzt auch The Watchmen für HBO in Serienformat gebracht hat. War mal, war das der Typ, der Lost gemacht hat, der Lost-Macher? Ja. Ah ja, okay. Genau. Das ist der, wie heißt er nochmal? Nicht J.J. Abrams, oder? Nein, der Damon Lindelof. Okay. Der hat ja mit der J.J. Abrams gemeinsam Lost gemacht. Der Lost-Macher. Okay, worum geht's in der Serie in einem Satz? Es verschwinden 2% der Menschheit, also auf dem ganzen Erdball verschwinden 2% der Menschen und keiner weiß, wo die hingekommen sind. Und das Geile an der Serie ist, es geht nicht darum, warum oder wieso sie verschwunden sind, sondern es geht um die Hinterbliebenen und um die ganze Welt in was für einer... was das mit denen gemacht hat, seelisch, psychisch. Klingt okay. Interessant. Ja. Also, klingt interessant. Ein paar Familien, unter anderem den Ex von der Jennifer Aniston, den Justin Theroux, kennen wahrscheinlich eh die meisten, wenn sie ihn sehen. Und die Liv Tyler spielt mit, die geile Sau, die Tochter vom Aerosmith-Sänger und die den heißen Elfen gespielt hat bei Orlando Bloom. Entschuldigung. Ja, genau, Orlando Bloom. Okay, das heißt, dein erster Serientipp ist The Leftovers von J.J. Abrams, dem Lost-Macher. Nein, ist von Damon Lindelof. Okay. Ja. Aber hat der nicht Lost gemacht? Okay, hast du noch einen Tipp, einen kurzen Tipp, oder? Oder dürfen wir nächstes Mal nochmal anrufen? Ja, von meinem Penis kannst du einen kurzen Tipp haben. Also, vielen Dank, Elvis. Warte, und Karnivale. Wie? Karnivale oder Karnival. Karnival? Ja, ist von 2003 bis 2005 gelaufen, auch auf HBO. Auch eine ziemlich geile Serie. Da spielt der Bösewicht vom ersten Teil von Highlander mit. Und auch eine sehr gute Serie. Es geht um so große Depressionen in Amerika und um so einen Karnevalsumzug in Amerika im Mittleren Westen. Und ja, da spielt sich alles dort ab. Und der Kleine fuck, jetzt habe ich es vergessen. Kein Problem. J.J. Abrams. Genau, J.J. Abrams. Nein, der Kleine von... Es ist so wurscht. Vielen Dank. Okay. Aber was ich sagen würde, wollte, Hashtag würde. Okay, vielen Dank, Elvis, für deine Tipps. The Leftovers und Karneval. Danke, danke. Genau. Ciao. Ciao, ciao.
Na. Das war ja fast schon David Scheiden-mäßig. Vor allem erwartet seit einer Stunde drauf, dass wir angerufen werden, dann ist es ein einziges Aber was ich jetzt wissen wollte, der erste Tipp, den er gesagt hat, ich habe jetzt versucht, ihm zu folgen, das ist aber nicht von dem Typen, der dieses Lost gemacht hat, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, also es ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, es ist von J.J. Abrams, aber der hat nicht Lost gemacht. Das ist nicht der Lost-Macher. Okay, na, muss man nochmal fragen. Ja, danke Elvis auf jeden Fall. Ist schon stark, dass man Menschen hat, die sich Gedanken machen zu der aktuellen Situation. Was ich schon sehr interessant finde, ist, dass er jetzt wieder Lost erwähnt hat. Ja, wir müssen es jetzt fast durchziehen. Ja, also jetzt wird durchzogen. Und zwar, wir haben gesagt, wir machen Top 5 Dinge, ohne die wir Lost wären. Ich lasse dich beginnen. Vielleicht muss man es erklären, na, oder wir haben eh gesagt... Na. Ohne die wir so verloren wären einfach. Ja, genau so. Teenager-Sprache, Alter, ohne mein Handy wäre ich so lost. Ich glaube, da irgendwie, so sind wir auf das gekommen. Ohne was wärst du lost, Duschko? Bei mir auf Top 5, ich wäre literally, also wortwörtlich, wäre ich lost ohne Google Maps. Aha. Das ist die beste Erfindung, die es gibt. Wirklich scheiß auf die Glühbirne oder Elektrizität. Maps, bestes. Ich brauche einfach Maps, um mich zu orientieren, egal wo ich bin, auch in Wien. Okay. Also Maps bigger than Glühbirne ist ein starker Ansatz. Ja. Ja, das ist echt gut, verdammt. Hätte ich mal eigentlich, das hätte ich auf Platz 7 gehabt. Ich habe nämlich 6. Ja. Mein Top 6, nur ganz kurz, ist mir jetzt gerade noch vorher eingefallen, Sommerzeit. Ich würde es nicht backen ohne Sommerzeit. Okay. Wird, glaube ich, das ist ein netter Zufall, an dem Tag, an dem die Lindenstraße eingestellt wird, ich glaube 29.03., bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, am selben Tag wird die Sommerzeit eingeführt. Und jetzt frage ich dich, Zufall? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Pass auf, Top 5 Dinge, ohne die ich lost wäre, ist vielleicht ein bisschen ausgefallen, aber meine kleinen Zehen. Ja? Ja, und zwar der linke und eben der rechte kleine Zehen. Aus dem Grund, ich habe mal gelesen, dass die angeblich urwichtig fürs Gleichgewicht sind. Wir haben uns eben vorhin ausgemacht, man darf nur ein Körperteil nehmen und nicht so abstrakte Sachen wie ich wäre lost ohne, weiß nicht, Liebe, bla bla bla, das sind eh die aufgelegten Sachen. Aber ich wäre lost ohne meine kleinen Zehen auf jeden Fall. Ja. Ich würde es nicht backen, weil du kannst dann angeblich nicht mehr gerade stehen. Echt? Ich habe das nochmal gehört, wir haben das, keine Ahnung, klar, ohne Daumen kannst du scheißen gehen irgendwie, aber mit kleiner Zehen, der ist so arg oder was? Es könnte sein, dass ich es verwechsel mit den großen Zehen. Weil da ich glaube, der große, der ist extrem wichtig. Weil wenn ich jetzt so stehe, ich glaube, den kleinen, den kann ich abschneiden und es ist wurscht. Okay, scheiße. Kann ich switchen auf die großen Zehen? Ja, okay. Okay, also Top 5 bei mir sind eben, wie man sich denken hat können, die zwei großen Zehen links und rechts. An alle Ärzte und Ärztinnen da draußen. Ja, aber es ist wirklich interessant, ob das Bullshit ist, aber ich bilde mir ein, ohne diese zwei Zehen ist es extrem schwierig, gerade zu gehen und so weiter. Na, kann eh sein. Ja, Top 4 bei dir? Top 4 bei mir ist frei zugängliches Wissen. Pur schön formuliert. Oder frei zu, ja. Solche Sachen wie Wikipedia, aber auch in meiner Branche ist es sehr üblich, dass es Fachartikel gibt oder Vorträge, die online einfach gratis zugänglich sind. Leute teilen ihr Wissen. Ich wüsste so viel weniger, wenn es das nicht gäbe. Ohne dem wäre ich lost. Ja, ich glaube, ich hätte meine Bachelorarbeit ohne dem nicht schreiben können. Übrigens, Shoutout an Google Books. Falls jemand eine wissenschaftliche Arbeit machen muss, es ist das Dürfste, was ihr machen könnt, und würde ich den Betreuer natürlich nicht sagen, aber Google Books, kennst du das? Ja, ich glaube. Das sind fast, also teilweise Bücher ganz abrufbar im Web. Und das Geile ist auch bei den meisten Büchern, ist auch, weißt du, die erste Seite, wo du siehst, Herausgeber, Ausgabe, ja. Und ich habe da sicher 18 Bücher so zitiert, ohne sie mir ausborgen zu müssen. Feiere ich hart ab. Finde ich gut, ja. Das haben glaube ich, viele Leute gemacht. Google Books. Ja, sau praktisch. Aber frei zugängliches Wissen finde ich echt schön, Duschko. Das hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Echt gut. Mein Top 4 ist gutes alkoholfreies Bier. Ich habe davon berichtet, ich trinke seit einem Jahr übermäßig alkoholfreies Bier. Ich stehe dazu, ich habe einfach hin und wieder gerne mal einen Fetzen, beziehungsweise bin einfach gerne mal beschwipst so ab und zu. Und mit alkoholfreiem Bier kann man saufen, ohne dass man ein Alkoholproblem bekommt. Und das begrüße ich sehr. Ja, wobei halt die Frage ist, ob es wirklich auch notwendig ist, dass du das irgendwie kompensieren musst. Also das ist schon sehr bedenklich. Absolut. Na, muss ich absolut. Dazu stehe ich. Also jahrelang gerne mal einen über den Durst getrunken und du kennst mich, ich bin ja nach 3, 4 großen Bier hacke dicht und kann dann um 11 heimfahren. Und das ist halt für mich ein schönes Instrument. Weißt du, ich beginne jetzt mit 2, 3 alkoholfreien,
trinke dann zwei normale und fahre erst um 12 heim. Also für mich aufgelegt, das Ding. Alkoholfreies Bier, top. 0, Josef, schwerste Empfehlung. Finde ich gut. Vor allem ist es auch eine gute Empfehlung für die Leute da draußen, weil mir ist aufgefallen, dass sehr viele Leute gerade in dieser Zeit jetzt übermäßig viel Alkohol trinken, weil sie einfach ständig zu Hause sind, weil man irgendwie dazu neigt, dann doch noch irgendwie ein Bier zu trinken. Und ich habe die Woche, glaube ich, keinen Alkohol getrunken, sondern nur ein alkoholfreies Bier gestern. Sehr stark. Gut, ein Tipp natürlich, es muss eiskalt sein, sonst schmeckt es geschissen wie das Zeug aus dem Stadion. Aber vielleicht auch für Alkoholiker eine Alternative. Ich weiß, das Gehirn verlangt nach richtigem Alkohol, aber es schmeckt heutzutage wirklich schon fast gleich. Also vielleicht ist es ein Weg, den man einschlagen kann, dass man weiter sauft, aber eben nicht mehr Alkohol, sondern nur eben diese Brühe, was auch immer es ist. Es ist, glaube ich, einfach Bier ohne Alkohol, keine Ahnung, was es eigentlich ist. Wurscht, alkoholfreies Bier rockt. Finde ich super. Bei mir auf Nummer 3 ist, ich wäre lost ohne, ich nenne es jetzt laienhaft, das Meldezentrum meines Körpers. Und zwar, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, was trinke und ich habe irgendwie schon 7 Bier drinnen und 5 Shots oder 5 was auch immer und dann irgendwie noch ein Glas Wein oder so, sagt mein Körper irgendwann so, herrscht, das ist jetzt ein bisschen zu viel, indem man schlecht wird oder schwindelig oder sonst, ich bin einfach zu. Oder wenn ich zu viel getrunken habe, sagt man am nächsten Morgen, dass ich einen Kater habe oder wenn man zu viel gegessen hat, ist man satt. Stell dir vor, das gäbe es nicht. Also ich bin ein Mensch, der nicht so die, wie sagt man? Du merkst nicht, wenn es genug ist oder was? Na, ich glaube, ich merke schon, wenn es genug ist, aber ich höre trotzdem nicht auf. Also es gibt einfach so Leute, die es einfach durchziehen, die sagen, okay, gut, passt, jetzt bin ich satt, fertig. Oder ich trinke heute nur ein Bier und dann nicht. Ach, wenn, so, mein Körper nicht, wenn mein Körper nicht sagen würde, herrscht, es ist zu viel, dann glaube ich, wäre ich so ziemlich im Arsch. Und stell dir mal vor, wir hätten diese, unser Körper würde das nicht machen. Stell dir vor, wir könnten trinken und essen, was wir wollen, oder wir könnten mit unserem Körper anstellen, was wir wollen, ohne dass er uns sagt, herrscht, das ist jetzt nicht gut für dich. Wie würde das funktionieren, zum Beispiel zum Arzt gehen? Würdest du dann so, weiß nicht, einmal im Monat zum Arzt gehen und schauen und sagen, so, herrscht, passt alles? Ach so, du meinst, wenn man es gar nicht mehr merkt? Irgendwie, ja, so gar nichts mehr. Dein Körper sagt ja gar nichts mehr. Also, du musst für dich selber schauen, du musst wissen, okay, 4 Bier ist einfach zu viel für mich oder, keine Ahnung, ein Schnitzel reif und ich brauche jetzt keine 5 Schnitzel. Also, es erinnert mich an so Leute, es gibt ja Leute, die kein Schmerzempfinden haben, glaube ich. Ja. Ja, ziemlich hart. Aber ich bin jetzt gerade aufmerksam geworden bei 7 Bier und 5 Shots. Alter, was vertragst du für Mengen immer noch bitte mit Mitte 40? Ja, einen guten Tag. Wahnsinn. Na, also wie gesagt, das muss ich jetzt erst einmal kurz verdauen, wenn man es nicht mehr mitkriegt. Das heißt, ich fress dann eigentlich so lang, bis mein Magen voll ist und sich automatisch anspeibt und so Sachen. Ja. Ja, wäre blöd, glaube ich. Oder du hörst halt auf. Naja, das müsste man sich halt dann auch teilweise aufschreiben, ne? Vergisst es ja sonst. Ich stelle mir das halt so geil vor, wenn du nicht regelmäßig zum Arzt gehst und nach einem Jahr oder so und gesehen so, ja, und du schaust aus, ja, tot nächste Woche. Das ist einfach. Aber es hat auch positive Seiten, wenn du zum Beispiel laufen gehst oder dich voll auftrainieren willst und du checkst einfach nicht. Lauf so. Stimmt. Hast ein gutes Hörbuch, laufst 50 Kilometer und dann denkst du so, hä, irgendwie das ganze Blut und so in den Schuhen. Und also man müsste es halt irgendwie versuchen, positiv zu sehen. Interessanter Ansatz, in was für Situationen kommst du auf solche Gedanken, frage ich mich. Also ich hab schon 5 Sachen gestrichen aus der Liste für heute, weil es einfach zu übertrieben war, was ich mir da überlegt habe. Also du bitte, deine Nummer 3. Ja, ich lasse mir jetzt absichtlich Zeit, damit du den Scheiß nicht mehr anschauen kannst. Also ich habe auf Platz 3 Leute, da zähle ich dich auch dazu, die denselben depperten Humor haben wie ich. Das ist bei mir sehr wichtig, weil ich, glaube ich, schon, ich will nicht sagen, einen kranken Humor habe, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Weißt du, so ja. Sachen, wo man sich denkt, hey, da kann man mit anderen nicht drüber reden, weil die glauben einfach, wir sind geistesgestörte Psychopathen. Da bin ich wirklich dankbar für diese Handvoll Leute, zum Beispiel Muckis, zähle ich dazu, überhaupt unsere Partie, da haben wir echt ein Glück damit, mit denen man Tränen lachen kann, indem man einfach nur irgendeine Scheiße redet. Äußerst dankbar. Wirklich danke an alle, die diesen Humor teilen. Wäre ich absolut verloren ohne diese Geschichte. Mir fehlen ja, die Worte. Bin ich voll bei dir, finde ich auch. Das ist eine gute Nummer 3. Das kann ich unterschreiben. Schön. Platz 2. Platz 2 bei mir. Ich wäre lost, wenn ich nicht den Job hätte, den ich habe. Also ich könnte mir nicht vorstellen, 40 Stunden die Woche zu arbeiten und dann irgendwie einen richtig beschissenen Job zu haben. Also ich weiß das sehr zu schätzen, weil einfach der Job zumindest bei mir einfach sehr viel Zeit einnimmt oder bei den meisten Menschen wahrscheinlich in der Woche oder im Leben. Und ich wäre sehr lost, glaube ich, wenn ich jetzt nicht einen Job hätte, der mir tatsächlich Spaß macht.
Ja. Also ein sehr großes Privileg. Absolut, das kann ich auch noch zurückgeben. Ich habe nämlich auch so einen Job wie du und den nur halbtags noch geiler. Also. Aber es stimmt schon, das ist nicht selbstverständlich. Vor allem, ich kenne echt viele Leute, auch bei uns im bekannten Freundeskreis, die, weißt du, man sieht es in diesen WhatsApp-Gruppen, und wo man halt überall zu tun hat, die sich nicht wirklich auf Montage freuen und halt extrem das Wochenende herbeisehnen. Das ist schon ein bisschen zach. Ja, ja, das stimmt. Ich habe auf Nummer 2 so Gadgets, haben wir schon mal drüber gesprochen. Gadgets, und zwar sowas wie Nagelzwicker, du weißt, ich kann mir die Nägel nicht schneiden. Und bin ich jetzt die Woche draufgekommen, Erdäpfelschäler. Alter Schwede, ich wäre so verloren ohne Erdäpfelschäler. Ich habe jetzt mal versucht, mit einem normalen Messer einen Erdäpfel, eine Kartoffel zu schälen. Also erstens ist der halbe Erdäpfel weg, nachdem ich den geschält habe. Und yep. Es dauert ewig, wirklich. Also Mördererfindung, Erdäpfelschäler, Nagelzwicker, danke. Wer auch immer es erfunden hat, Mördergeschichten. Ebenfalls wichtiger als die Glühbirne, bin ich voll bei dir. Ja, also wirklich, bei mir kommt Erdäpfelschäler, dann Verbrennungsmotor, dann Glühbirne in der Reihenfolge. Geil. Platz 1. Platz 1 bei mir ganz klar und ich wäre lost ohne meine Duschkizze, muss ich sagen. Ich wäre einfach... Na, geschlecht dich, jetzt bringst du echt. Nein, pass auf, ich kann super erklären, warum. Ich wäre einfach ein schlechterer Mensch. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum. Erstens, ich bin ein bisschen zu egoistisch. Also ich schaue irgendwie schon auch auf Leute, aber dann halt nicht so richtig. Zum Beispiel, wenn jemand Geburtstag hat, dann überlege ich jetzt nicht irgendwie 3 Tage, was ich dem schenken könnte, sondern einfach ein Kuvert oder ein 50er oder was oder irgendwas. Ja. Das stimmt, ja. Genau, und die Duschkizze schaut halt immer extra, was würde diesem Menschen gefallen und tralala und sucht richtig gute Sachen aus. Und die Leute glauben dann auch immer, dass ich so voll nett bin und so voll bedacht, aber eigentlich ging das überhaupt nicht. Kleidung. Wenn ich sie nicht hätte, ich würde mich anziehen wie ein 15-jähriger Tschetschene. Also ich bin jetzt schon irgendwie sehr schlecht angezogen, aber sie schaut zumindest einigermaßen wie ein normaler Mensch daherkommt. Wahnsinn. Und sonstige Sachen auch noch. Essen, wenn ich mich selber ernähren würde, ich würde jeden Tag nur, weiß ich nicht, Mäcki essen oder Tiefkühlpizza oder sowas. Also ich wäre Top 1 in mir, meine Duschkizze, und die wäre ich lost. Mhm. So, jetzt habe ich natürlich, ich würde sagen, ein Problem. Was für ein Zufall. Ich habe auf Platz 1 nämlich Babuschka. Ohne sie wäre ich, Spaß. Nein, aber du bringst mich jetzt gerade in eine Situation, wo ich darüber nachdenke. Du hast absolut recht. Was wäre man ohne den eigenen Lebensmenschen? Ne? Wunderschön. Ja. Sehr romantisch. Ich wollte auf Platz 1 auch die Babuschka haben, aber sie war dann noch cooler eben als deine und hat gesagt, na, du musst schon irgendwas machen, wo man irgendwie, du weißt schon, was ich meine, ja. Ich komme dann immer raus aus der Scheiße. Also ich habe dann noch einen Platz 0, ja, aber bei mir auf Platz 1 ist ein Dreierverteiler. Ja. Ich weiß, klingt jetzt banal, aber sowas wie Dreier-, Fünfer-Verteiler. Allein jetzt, ich habe mich da in meinem Arbeitszimmer Katzenkistel-Raum eingerichtet mit Laptop, Mic, keine Ahnung, 3, 4 Stromquellen und haben mir dann kurz vorgestellt, wie wird das funktionieren, beziehungsweise wie wird das ausschauen ohne so Geschichten wie Dreier-Verteiler. Es wäre eine Katastrophe. Ja, wirklich, lass mal sacken und stelle deinen Haushalt vor ohne Stromverteiler. Allein beim PC, du bräuchtest in jedem Raum, weiß nicht, 12 Steckdosen, die ganzen Kabelgeschichten und so, also Dreierverteiler, sehe ich fast auf einer Ebene wie Gafferbahnl. Aber erst, wenn die Dosen so eine große Rolle in unserem Leben spielen würde, weil es wäre dann automatisch so, dass man einfach viel mehr hätte, also deutlich mehr und vor allem auch in jedem Zimmer viel mehr, dann stell dir vor, was für einen Stellenwert die dann hätten und was die Leute dann machen würden. Die Leute würden dann sicher sowas wie bei Handycovers, so Cover zum Tauschen haben und sowas. Was? Du meinst jetzt, wenn wir es, wenn das Ansehen der Dreier, also der Steckdosen höher wäre? Jetzt wird automatisch steigen, weil wenn es jetzt keine Verteiler gibt und einfach noch viel mehr von diesen Teilen hat, dann wird es einfach so zu einem Accessoire noch viel mehr, weil jetzt ist es einfach nur da und normalerweise nimmst du so ein Standardding. Aber ich wette, die Leute würden es beginnen zu stylen. Du bist so ein Volltrottel. Wie so ganz bekommen auf so einen Scheiß. Es gibt ja keine Handygeschäfte mehr, sondern so Dosenshop. Ja, voll. Nur einmal letztens so mit einem Treiberl draufgehauen. Schaut super aus. Ja. Ach, so urteuer, so von Prada oder so. Ja, natürlich.
Ich würde sagen, es ist Zeit abzuschließen und den Flo anzurufen. Schöne Top 5. Top 5 Dinge, ohne die wir lost wären. Ich rufe an. Schaut auf der Puschka an dieser Stelle. Jetzt ist echt, das muss man sowas muss man sagen vorher. Jetzt stehe ich wieder urschlecht da. Na super. Ach Gott, ach Gott. Außerdem, nein, so rede ich mich raus. Es heißt Top 5 Dinge. Und dann hast du auf Platz 3 Freunde. Okay, lassen wir es einfach. Top 5 war super. Ich rufe okay, mal den Flo an, okay? Während du ihn anrufst, ein kurzes Shoutout an Alive 2007, ein Album von Daft Punk. Hat mir der Shungu gezeigt vor vielen Jahren. Saugeil. Anhören. Hallo. Hallo Flo, wie geht's dir? Ja, gut, den Corona-Umständen entsprechend. Wie geht's dir? Ausgezeichnet. Wir nehmen unter technisch sehr problematischen Umständen auf. Oh oh. Florian? Ja? Hast du einen kurzen und prägnanten Witz für uns? Wie nennt man einen türkischen Triathleten? Wie nennt man einen türkischen Triathleten? Ich habe keinen Plan. Der Iron Man. Der Iron Man. Iron ist ein türkisches Joghurt, ne? Entschuldigung, was hast du gesagt? Iron ist ein türkischer Joghurtdrink oder sowas, oder? Zur Erklärung für alle, die es nicht kennen. Ja, diese salzige Milchdings da. Ja, Duschko feiert es extrem. Ja, ist auch gut so. Flo, wir sind bei 2 Stunden 40, deswegen werden wir uns kurz halten. Okay, dann spare ich mal die Witze fürs nächste Mal auf. Also hast du noch mehr, oder was? Ja, ich hätte schon noch. Ja, ein Baller raus. Wie nennt man den langsamsten Europäer? Oder wo wohnen die langsamsten Europäer? Wo wohnen die langsamsten Europäer? Keine Ahnung. In Slowenien. Geh bitte. Okay, einen letzten. Geil, oder? Super. Ja, okay. Was ist der männlichste Internetbrowser? Was ist der männlichste Internetbrowser? Firefox, keine Ahnung. Der Mozilla Firefox. So ein Scheiß. Was? Ich habe nicht verstanden. Der Mozilla Firefox. Der Mozilla Firefox. Ja, klingelt nicht. Mehr. Männlich, Eier. Ah. Eier. Bist Stepper, das ist, glaube ich, das Schlechteste, den du dir erzählt hast. Nein, da gab es schon noch Schlechtere. Sehr gut. Flo, vielen Dank, dass du erreichbar warst. Okay. Wir wünschen dir alles Liebe in dein Homeoffice. Sehr gerne. Bis dann, Baba. Passt, bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Mozilla Eierfox. Du bist ein Eieran-Fan, oder? Ja, bei fast jedem, nicht bei fast jedem, aber sehr oft, wenn ich Kerbe, ist auch ein Eieran dazu. Beste. Schön. Pass auf, ich merke jetzt, du willst einfach, was war das nochmal, Biennale in Venedig oder was? Diagonale online, aber es ist schon, der Zug ist schon abgefahren. Okay, na dann ist eh wurscht. Übrigens, Shoutout noch, Ö1, glaube ich, bringt, wenn ich mich nicht irre, am 24.04., die machen jetzt immer so Kunst aus der Quarantäne, ich habe den Namen nicht gemerkt, und sie spielen anscheinend die ganze Rapper-Lesen-Rapper-Show aus dem Radio Kultur aus vom letzten Dezember, glaube ich, kann man sich cool reinziehen. Ja, ja. Du, apropos Rapper lesen Rapper, entschuldige bitte. Ja. Die vorletzte Folge Drama Carbonara, Folge 21, ist mit David Scheidt und damals war er noch lustig. Ja. Der David hat sich übrigens unter Anführungszeichen bedankt, dass wir ihn so hergerichtet haben. Also, lieber David, du merkst, es geht eindeutig vom Duschko aus, nicht von mir. Du Mainstream-Opfer. Duschko? Ja. Wir haben noch, ich sage jetzt mal, Anschiss bekommen, und zwar von einem Fan, von einer Kanadierin, die nicht will, dass ich ihren Namen nenne. Sie will nicht, dass ich sage, hallo Kim, wie geht's dir? Sie hat gemeint, sie hört, unsere Sendung ist ständig am Kichern, aber es ist ihr aufgefallen, ich habe gesagt Homer Simpson statt Homer Simpson, wie man das amerikanisch-englisch ausspricht. Und wir haben irgendeinen Regisseur, David Finch statt David Fincher oder umgekehrt gesagt, kannst du dich noch erinnern? Ja, kann mich voll erinnern. Ja, I told you. Wir sind nicht interessiert an
Kritik. Mea culpa, mea maxima culpa. Ja, auf jeden Fall the best native speaker I know, und wir kommen jetzt zum Ende dieser Sendung. Liebe. Nein, ich habe noch einen Shoutout. Nein, tut mir leid, ich muss unterbrechen, ich habe noch einen Shoutout. Jetzt willst du auf einmal wieder? Ja, okay, mach, reiß an. Okay, Shoutout Google Arts and Culture. Und zwar einfach googeln, Google Arts and Culture. Da kann man zum Beispiel das Schloss Schönbrunn oder auch das Belvedere oder die Albertina von innen betrachten. Man kann da einfach durchgehen und sich die Gebäude von innen ansehen. Beziehungsweise hat auch die Albertina sowas wie Online-Ausstellungen. Aha. Das ist ziemlich leibend. Also so wie Street View, Google Street View, aber halt in den Museen oder in den Schlössern und so weiter. Also da gibt es auch Firmen, die so 3D-Führungen und sowas anbieten, oder? Ist das sowas? Ja, genau. Wie heißen die? Fluff GmbH oder halt eben von Google auch. Ja, ich kenne da wen, der das macht. Ja. Fluffer Nico oder sowas, glaube ich. Ja. Sehr stark. Haben wir den Shownotes. Das ist ziemlich geil, weil kann man mal sich Schönbrunn von innen anschauen. Richtig schön. Ja, oder man geht halt einfach hin, ne? Ja, aktuell vor allem. Ja, stimmt auch wieder. Ich Was hast du? Ich kann nicht eine. Wäre das geil. Ah ja, genau, ich habe auch noch einen Shoutout, und zwar Shoutout Schunko. Er hat die erste Quarantäne-Radkappe unser aller Lebens gefunden, und zwar eine Bus-Radkappe. Das musst du mal zusammenbringen. Die erste und gleich die von einem Bus. Und jetzt, kurz bevor wir Schluss machen, hätte ich noch gern gewusst, du hast ein aktuelles Lieblingslied? Nein. Okay, ich habe eine aktuelle Lieblingsband, und zwar Rage Against the Machine. Ich habe es letztes Mal erzählt, wir mussten es schneiden, weil ich mich versprochen habe. Aber Shoutout Jojo, bester Freund von Kai Uwe. Er hat gedroppt, Rage Against the Machine hat einen, in Natural Born Killers wurde ein Song von Rage Against the Machine perfekt umgesetzt, nämlich beim Gefängnisaufstand. Da wird jetzt keiner Sau irgendwas sagen, aber ich wollte das unbedingt hier anbringen. Danke, Johannes. Taugt der wirklich Rage? Nein, wohl nicht. Aber ich habe mir gedacht, ich muss irgendeinen Scheiß drumherum bauen. Okay, dann hör er zumindest, weil Rage kommt ja möglicherweise nach Wien, und die Vorband ist Run the Jewels, und hör er die an. Na, mach ich nicht. Das ist Hip-Hop. Okay, ja, ich schreib's mal auf. Run the Jewels. Love the Juwelen. Passt, habe ich mal aufgeschrieben. Du, wie tun wir eigentlich jetzt weiter mit Homeoffice-Ding? Schaffen wir es jetzt wieder alle zwei Wochen, oder bist du super busy, oder machen wir das wieder spontan? Du rufst an und eine Stunde später muss ich da sitzen. Ja, wir versuchen, dass wir es in zwei Wochen schaffen. Ich bin gerade wirklich extrem eingedeckt mit Arbeit. Aber wir schauen, dass wir es einfach jetzt wieder, also in zwei Wochen die nächste Folge publishen. Bis dahin, liebe Leute, ich feiere es, dass ihr uns nach wie vor hört, wenn ihr das tut. Wenn nicht, haltet die Ohren steif. Es kommen auch wieder bessere Zeiten, Wiederholungen und so von der Lindenstraße. Scheißt euch nicht in den Kragen. Duschko, schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür. Schön, dass du da warst, und schön auch, dass Clemens Otto da war. Ja, danke auch an Elvis für diese kurze und prägnante Ausführung. Ja, Shoutout Elvis an dieser Stelle. Nein, danke auf jeden Fall. Wirklich gute Tipps, und wenn ihr Näheres wissen wollt, schreibt uns an, wir fragen ihn für euch. Ja, jetzt heißt es eigentlich nur mal bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Lieber Duschko, hast du noch irgendwas zu sagen? Nö, tschüssi. Tschüssi, und grüße Sie an Duschkizer. I am from Austria. Genau, wir beenden das Ganze mit einem imaginären Klatschen zu dieser Nummer. Und schreibe ich schon. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. In Liebe, euer Duschko und euer Peter. Woche.